So, wen haben wir denn hier? Hier haben wir den Oliver. Wir haben alle da. Alle da. Ich komme runter. Kommst du mal runter? Ich habe jetzt einen Lappen gefunden. Ah, danke. Ich hab drei Lappen gefunden. Ey! Drei Lappen? Oh. Haben wir PvP an? Ja, super. Oh ja, haben wir. Aufpassen. Out. Erst eine Runde umlegen. Eins. Jetzt oh. Alter, ich bin direkt gestorben, ne? Ja. Der nächste. Ja, gut, die Kiste war jetzt nicht wirklich wertvoll. Es war mal alt tot. Oh, jetzt bin ich irgendwo, da. Ich bin außerhalb gespawnt. Das ist gefährlich. Ja, hier außerhalb von dem Loch. Wie? Ich komm mal wieder rein. Moment, ja, warte, ich bin auch außerhalb gespawnt, so, beim ersten Mal. So, oh, hier liegt eine Leiter, jetzt ist es meine. Gut. Halt! Das ist meine. Zu spät. Schlag dir gleich. Nee, das ist cool. Es funktioniert schon mal das. Jetzt gehe ich nochmal raus und wir gucken, ob überhaupt alles aufgenommen wurde. Ja, super. Also die Datei wird nach 2 Minuten schon riesig. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Ja, ich werde es ja erleben. Ich habe noch nicht gestartet. Vorsichtshalber. Ach, es läuft aber normal bei mir. Also es läuft eigentlich, der Server läuft faszinierend stabil, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also Pete kann erst in einer halben Stunde, Meldrian kann leider gar nicht, der ist im DLRG. Ja. Aber ich hätte gedacht, bevor wir aufnehmen, warten wir auf Pete. Da sind wir wenigstens fast alle. Weil Meldrian ist sowieso schneller wie wir. Ja. 11 FPS, damit man damit mal spielen kann. Mensch, der geht wirklich nicht tot. Nee. Tja. Wieso kommt der überhaupt hier rein? Kann mir jemand Holz geben? Kann ich das Ding hier abbauen? Wenn ich anfange zu reden, fängt mein Simple Screen Recorder an mit einer Fehlermeldung. Warnung, Audio Samples mit nicht eindeutigem Zeitstempel erhalten. Oh, sehr schön. Ja. Egal, solange wir aufnehmen, wird mich das nicht jucken. Nee, aber ich will jetzt erstmal wissen, weil vorher hat er es wieder nicht aufgenommen. Ich habe jetzt 14 verschiedene Audiokanäle, jetzt muss ich alles durchprobieren. Ja gut, Pete, haben wir ja noch ein bisschen. Wo kommt denn die Leiter auf einmal her? Keine Ahnung, aber die hat sich schon mal benutzt. Die hat Dirk gesammelt. Ah. Die lag hier rum. Ich dachte mir, ich führe sie mal ihrem Verwendungszweck zu. Ja, genau. Was rumliegt, ist allgemein gut. Ach, da ist schon wieder so einer. Wie viel? Oh, die sind aber auch aufdringlich, ne? Ja, kann ich schon mal einen Baum fällen? Aber du kannst uns zumindest alle über die in Mumble integrierte Aufnahmefunktion aufnehmen. Müsstest du nachher dann halt nur mühselig zusammenfriemeln wieder. Oh, hier sind ein paar Dirty Boys, die wollen auch rein. Die können doch nicht klettern. Ja, wir können ja ein Loch machen, dann können sie hier rein. Oh, ich habe gerade Erde aufgenommen. Mach hier einfach mal eine Testaufnahme. Die können ja echt nichts, ne? Ne, die können gar nichts. Also die aus Simple Mobs sowieso nicht. Die aus Mobs Redo gehen ja schon. Ja, das ist so das Einzige, was noch irgendwie so richtig fehlt, ne? Vernünftige Mobs. Ich komme mal wieder rein hier. Das heißt, ich muss das nachher nur irgendwie synchron kriegen. Ja, viel Spaß dabei. Danke, werde ich haben nicht. Was mich so ein bisschen ärgert, sind so die 9 FPS out gerade, warum auch immer das so wenig ist. 9 out? Ja. 9 out? Das ist nicht Weil, viel. Wie viel hab ich denn hier? Wegen irgendwas. Keine Ahnung. Meine Aufnahme läuft ja noch nicht. Noch habe ich 60 FPS. Also ich lade meine Videos aktuell mit 50, 48 hoch. YouTube mag mich ja nicht. Arschloch. Die nur um 8 kommen oder so. Ja, weil der Rechner sehr alt ist. Okay. Brauchst du irgendwelche Ersatzteile? Ich brauche einen neuen Rechner. Also wird Zeit, dass hier losgeht. Die zwei sind hier schon ganz fleißig am aufgeregt. Dazu schon in den Fingern. Die zwei, die fange ich jetzt gleich erstmal ein. Ja, ich baue es wieder hin. Ich habe nichts gemacht. Das war schon so. Das war so. Das Lockfall ist falsch. So sieht schick aus und ich habe auch nichts mehr. Bis auf die 8 Sand, die ich von den Dirties gekriegt habe. Das ist meiner. Die habe ich getötet. Also ich stehe jetzt beim Spawn. Und where are you? Ich renne hier außen um die Kiste. Die sind außen. Ich komme, kleinen Moment. Ja, ich bin schon auf dem Weg, genau. So, ich mache jetzt erstmal die Leiter wieder dahin, wo sie hingehört. Hier war eine Leiter? Ja. Hier, oben, hier, bei mir. Hier, wo? Hallo. Ach da, ja, hallo. Ja, ich komme. Hallo, hier, hallo. Wie soll ich da jetzt wieder heil runterkommen? Oh, ja, geht. Wo bist du? Ja, hier. Da hinten.
Alle zu mir. Dann folgen wir mal durch den Fackeln. Ich habe nämlich eigentlich hatte ich einen neuen Spawn eingerichtet, der wäre hier unten. Ja. Bloß das hat nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ist wahrscheinlich zu eng, ne? Kann sein, zu eng. Ja. Ich habe nämlich Grundstücke verteilt. Da stehen sogar Namen dran. Der schnappt mir hier alle. alle weg hier. Willst du welche haben? Oha, da ist er. Endlich. Ah. Endlich, ja, in der Tat endlich. Gut, Zugangsdaten hast du bekommen? Ja. You know what to do. Jo. Also für die, die hier nicht mehr reinkommen, hier, bitte, Treppe. Nö, ich kann ja einfach durchbuddeln. Ach, da bin ich doch schon, siehste. Oh, guck mal, wir bauen schon wieder alles auseinander. Ja, guck mal, hier steht ein Sandmensch. Mit Rock. Der hat einen Rock an. Sag mal, was hast du da für ein Texture Pack eingestellt? Das gibt's ja wohl gar nicht. Das Texture Pack gibt doch normalerweise dein lokales. Ja. Ja, also ich hab hier ganz normal das, was ich in meinem Let's Play auch habe. Mhm. Ja, ich hab auch das, was ich in meinem Let's Play auch habe. Ja. Und ich hab das von Stack D. er hat geklaut, ja. Ja. Jetzt hackt's aber gerade wieder. Der wird gerade wahrscheinlich Media runtergeladen. Ja, genau. Ja, bei mir hackt's auch. Ja, schultert Piet. Nein, es wird nicht Media runtergeladen. Moment, der Server meckert gerade. Oha. Er meckert temperaturtechnisch. No. Medien laden. Ja, der geht wahrscheinlich gleich wieder runter. Ja, ich wusste, wieso er zu heiß wird. Stell dir vor, ein Notebook, derbe übertaktet, 3 Zusatzlüfter verbaut, jawohl, und Blut. Alle Lüftungseingänge überdeckt. Ja, sehr gut. Ja, sinnvoll. Ganz toll. Meckert gerade Gehäusetemperatur 82 Grad. Oh mein Gott, fertig geladen. Nein! Oh nein, Pete ist da. Endlich. Oh. Ja, leider haben wir alle schon aufgenommen. Ja, wir sind schon fertig. Ich würde sagen, Feierabend für heute, ne? Server fährt wieder runter. Ja, ja. Ciao. Alles klar. So, wo ist er? Hier ist er. Hier. Da ist er. Erst kriegt erstmal einen mit der Hacke. Wir sind alle gleich. Wir sind eigentlich alle so da. Ja. Heat und das Lu, das L groß. Genau. Und direkt gegen Rand gezimmert, Hälfte Herzen weg. Die Blätter lesen und du kommst auch wieder runter. Hilfe! Ich glaube, das war ein Fehler. Wenn ihr dann einfach in euren Kommentaren. Aua! Kommt her, greift mich an und verpisst sich wieder. Arschkind. Boah, das gibt ein Outtakes-Video. Ohne Scheiße. Okay, hey. Läuft bei mir. Also gleich. Aber er nimmt tatsächlich auch alles das auf, was ich. Was der PC so labert. Okay. Das ist cool. Ja. Ohne dass er das gesagt gemacht hat. Der Dirk, der dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Ich hab mal ein Selfie gemacht. Durch das Echo kommt das ziemlich gut. Durch das Echo kommt das ja schon ziemlich gut, ne? Guck mal. Drama Queen. Fall mir nicht ins Wort. Okay, so, Spalter. Mach deine Ansprache. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zu einer neuen Folge. Blockliebe! Stimmt, das war unser Einsatz. Blockliebe! Ja, alle vier haben den Einsatz verfasst. Verdammt. Nach dich. Der Server läuft.
Seit einer geraden Stunde? Stunde kommt hin, oder? Ja. Ungefähr, die, ja. Die letzten Vorbereitungen sind gelaufen und, würde ich mal sagen, wir eröffnen das Ganze. Die drei Kollegen hier haben schon ihr Grundstück gesehen, der nicht. Und Melvin fehlt heute leider. Ich stelle aber jetzt erstmal vor. Hier haben wir den Linux-Dirk, den kennt ihr. Ein paar von euch kennt den. So, dann haben wir hier den Oliver. Hallo. Der geht dich gar nichts an. Den kennen auch viele von euch. Dann haben wir hier den Tugo, der heißt nämlich auch Dirk. Der hat mich per E-Mail angeschrieben. Über meine Website, über mein Kontaktformular, das war der erste. Genau. Deswegen hat er auch ein Grundstück bekommen, voll toll und so. Und den Pia. Hallo. Ja, und der liebe Meldrian fehlt, weil keine Zeit. Jo. Das ist schade. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal Grundstücke gucken. Oh ja. Ja, okay. Das ist ein Wort. Grundstücke. Und los. Yep. Alle stürmen die Treppe. Alles Nebenleiter. Das sieht hier aus wie Angriff der Klonkrieger. Ah, sehr schön. Aber hübsche Klonkrieger, muss ich echt sagen. Ja, alle haben hier auf dem Server die Fast-Privilegien, weil manchmal machen die dann doch Sinn. Können wir auch fliegen? Nein. Ja, so weit kommt's noch. Ja, also. So weit kommt's noch, dass ihr alle fliegen könnt. Grundstück Nummer 1, das ich in der letzten Folge schon angelegt habe, gehört dem Oliver. Nice. Oliver, viel Spaß. Los, raus hier. Tschüss. Grundstück Nummer 42, ja, wie gewünscht. Jawohl. Der Piet. Oh, das ist schick hier. Yay. Schick, ne? Ja, verpisst euch alle hier. Ich hab, ja, machen wir gleich. Ich hab gegenüber der letzten Folge war es verändert, nicht jeder bekommt eine Kiste, sondern jeder bekommt ein Bett. Och Mann, oh. Ich will aber nur eine Kiste haben. Kriegst eine leere Kiste. Moment, wie mach. Ich stell Piet kurz eine leere Kiste hin, dass er glücklich ist. Hier. Yay, ich hab eine Kiste. Tatsächlich leer. Tatsächlich leer. Ich habe mal einen Stock reingelegt. So, dann gehen wir mal einen Stock weiter. Dann haben wir hier, wie ihr lesen könnt, den Berg Wolle-Bobble Mountain. Wolle-Bobble Mountain. Der gehört Meldrian. Meldrian hat mit mir den Server getestet. Er hat gemeint, er will den Berg, er kann buddeln, er kriegt ihn. Alles klar. Kein Problem. So, gehen wir hier den Weg hoch weiter, bevor wir das letzte Grundstück angucken. Dann haben wir hier oben den Dirk oder auch. Moment, das muss sich ja jetzt ändern. Das ist, ja, in Tugur, wenn nicht. Genau. Das ändern wir kurz, das ist kein Problem. So. Jawohl. Auch 10x10, also alle Schick. Haben Grundstück 10x10, aber alle dürfen natürlich auch drüber rausbauen, wenn es wirklich keinen Platz mehr hat. Außer der Dirk. Der darf. Man kann noch 32.000 Blöcke in der Höhe bauen. Theoretisch noch mal. Ja, Wolkenkratzer. Und auch hier haben wir hier das letzte Grundstück. Ja, dem war vorhin nämlich schon langweilig. Der hat hier schon was hingestellt. Grundstück Nummer 423.768 für den Dirk. Ganz leicht zu merken. Sieht aus wie ein Thron. Durchaus beabsichtigt. So, und da fehlt, wem es aufgefallen ist, noch ein Grundstück. Dein eigenes. Mein eigenes, genau. Das haben die Jungs vorhin so kurz auf die Schnelle eingerichtet, hier unten in der Senke. Grundstück 5. Das ist meins. 5. So wie man es schreibt. 5 klingt super. 5. Genau wie Senf. Senf schreibt man auch so. Senf, genau. Ja, natürlich. Und dann würde ich mal sagen, das auf das Bauen fertig los. Auf das Bauen fertig los. Block liebe City, ja, soll man nennen. Yay! Halt, stopp! Was jetzt willst du sagen? Also, es fängt ja immer erst einer an zu bauen und die anderen gucken zu, oder wie geht das? Nein. Du hast gesagt, du willst das aufnehmen, wie einer baut. Es muss immer einer zur Zeit.
Aber wie kommt denn das, wenn einer baut und alle gucken zu? ihr dürft jetzt bauen, was das Zeug hält. Yay! Ich will am Ende dieser Folge, die wird etwas länger, will ich was sehen. Jawohl. Oha. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Alles klar. Jo. Wird gehauen. Erstmal ein Schild weghauen. Genau. Das Bettchen stört mich hier auch. Halt, ich klaue mal alle Äpfel in der Nachbarschaft, weil ich bin fast tot. No. Passiert. Ja, doch, das kommt tatsächlich vor. Wenn ihr übrigens einen Ofen braucht, Ofen steht schon in der Versorgungshütte, Red Guide hängt in der Versorgungshütte, so ein bisschen Krams liegt in der Kiste in der Versorgungshütte. Also, bedient euch. Hurra! Yay! Spontane Freude. Also meine Grundstücksnummer, die kann ich mir irgendwie noch nicht merken. Irgendwas mit 42. Ja, ja. Huch. Direkt über mir ist ein anderer. Okay. Und ich wollte gerade in den geradeaus in den Berg bauen. Dann geht's nach unten. Bin echt gespannt. So. Bin auch fasziniert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Idee so großen Anklang findet. Naja, klar, war nur eine Frage der Zeit, oder? Ja. 4, 2, 3, 5, 7. Er dotiert sich ernsthaft. Ich mach einfach ein neues Schild. So, Leckt bei euch der Server auch leicht? Leckt bei mir gerade, aber sonst nichts. Der Server selber läuft. Nee, bei mir leckt ein bisschen der Server, das macht nichts. Ja, bei mir auch. Ja, das liegt wahrscheinlich noch an der zu hohen Temperatur. So, 4. Der Server ist auch voll heiß. Der Server kriegt noch eine andere Kühlung, keine Sorge. Soll ich unter meinem Gebäude eine Höhle auch nicht schlecht? Benutzen. Ja. Euch steht alles frei zur Benutzung. Weil wenn tot, dann blöd. Wenn tot, dann blöd. Ja, da sagst du was Wahres. Ja, das ist meistens so. Das klingt eigentlich sinnvoll. Macht doch das ist logisch. Klingt logisch? Ist es auch. Da auf jeden Fall. Bitte? Ja, nur in der Nacht. Mal rein ins Bett. Er sagt, ich darf nicht schlafen. Jo. Guten Morgen. Moin. Ist das war eine lange Gesang. Sag die Nacht, das ist geil. Guten Morgen. Guten Morgen. Meine Knochen recken. So, das Wichtigste ist mal wieder eingeschlafen. Läuft ja schon. Läuft bei uns. Ich mach einfach einen Grund. Läuft bei uns. Jeden Fall. Halt. Oh. Hier ist dunkel. Hat man da ist ja Morblocks drauf. Verdammt. Der wird ja hier ist Kohle. Nein, ja, ich hab Morblocks. Warum? Das wird aufwendig. Ist doch schön. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ich bin gleich fertig. Ich habe auch Home-Dekor drauf. Also. Naja, ich sehe schon gerade. Ihr dürft alles benutzen, was ihr zur Verfügung habt. Was wir craften können. Genau. Alles klar. Ach ja, ich bräuchte vielleicht mal eine Schaufel, das wäre ein guter Anfang. Ich baue eine Bombe und dann spreche ich die ganze Gegend in die Luft. Also TNT muss noch aus, ne? Ein paar TNT leben, dann macht's put. Gut, aber mit 10x10 so als Grundfläche hast du ja wirklich am Anfang nicht so viele Möglichkeiten, ne? Nicht so viel. Am Anfang nicht, nein. Nee. Aber das ist ja auch der Sinn des Spiels. Daraus alles Mögliche zu machen. Naja, ja. 32.000 in die Höhe. Ja, eben. Gebt euch. Die Grundfläche soll ja nur mal so ein Ding halt. So ein Ding halt. Ich werde einfach ganz woanders hin und baue da groß. Was du groß machst, will ich nicht wissen. Aller Anfang ist schwer und gleich, ne? Der Anfang ist immer so ein bisschen... Ja, vor allem so auf die Schnelle was hinkriegen. Ich hab die Schnelle, ihr habt gut eine halbe Stunde Zeit oder dreiviertel Stunde. Och ja. Also ein Gigabyte habe ich noch frei, ne? Ah, ja. Ah, ich guck mal kurz, ob wir irgendwas verschieben können.
zur einfachen Identifizierung unserer Videos. Hätte ich gesagt, jedes Video, das wir hier auf dem Server drehen, trägt den Namen Blockliebe City. Ja, wir sind ja, voll, ne? Das ist ein Wort. So scharf, da du hier festhängst, musst du direkt mal sterben. Just in peace, scharf. Mensch, halt doch stille. Also ein bisschen Arbeit musst du schon leisten für das Schaf. Ja, wieso läuft das einfach weg, wenn ich schlage? Blödes Schaf, was erlaubt es sich? Also ein Junge. Verdammt, ich hatte da irgendwo Kohle gesehen hier unten. Kohle. Das kennt wirklich jeder. Ja, natürlich. egal, dann nehme ich normale Kohle, ist auch egal. Kohle. So. Kohle, tralala. Kohle, schalala. Sonst krieg ich nichts zusammen bis zum Folgenende. Apropos Folgenende, meine 20 Minuten sind durch. Meine Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder! Das ist sowas! Ja, das ist gut. Jo, gut, die ersten 20 Minuten schon voll. So, ich habe jetzt übrigens 7 GB. Das sollte reichen. Ja. Meine Platte ist zu klein. Deine Platte ist zu klein? Ja, 300 GB ist ein bisschen wenig. Ich leg mich jetzt auch mal ins Bett. Ich auch. So. Guten Nacht. Schon wieder morgen. Guten Morgen und damit ist mal diese Folge zu Ende. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns bei der nächsten Folge gleich wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Ah, die Fackel sollte ich vielleicht irgendwie. Und da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge. Oh Mann, ist schon wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wir sind zurück auf dem Server, genau da, wo wir aufgehört haben. Ja. Ein Chaos hier, ey. Es hat sich nichts verändert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Es ist total chaotisch. Der Pete hat mich auf die Mega-Idee gebracht. Danke, Pete. Einfach mal ein Folgenende reinzuhören. Einfach mal kurz so ein Folgenende reinballern. Was? Du hast mein Eisen geklaut? Ausgeliehen. So nennt man das heutzutage, okay? Alles klar, Mann. Lass mal so stehen, oder? Ja. Naja, mal bekomm ich, mal geben die anderen, ne? Ja, so. So oder so ähnlich. Muss ich mal suchen, wo du mir das Eisen geklaut hast. Aber es darf ich auch sagen. Ich habe keine Lust. Weil jetzt brauche ich einen von euch. Hallo, der Pete cool. Ist am Rohr. Mir völlig egal. Gib mir mal 3 Cobblestones. Meinst du, ich hab Cobblestone? Gib mir mal die Sau. Genau 3 Stück. Ich hab keine. Keine Hacke. Toll. Ich hab mir welche gebrannt, aber ich hab keinen Cobblestone. Ich bin irgendwo. Okay, Oliver? Ja, irgendjemand? Irgendjemand? Ich weiß nicht, wo du bist. Hier, was brauchst du? Cobblestone. Ja, ich bin die ganze Zeit am Protagramm. F7 war das. Nee, F5? Ich weiß F5. Nicht mehr. F5. Ich bin auf. Hä? Minus 32. Das ist nicht tief. Ja, genau so tief wie dein Niveau. Eigentlich nicht. Scheiße, jetzt ist er hier auch noch. So. Lava. Du, wer will das nicht? Ja, der Bekloppte hier. Der Bekloppte. Der hat ein Bett oben und einen Erdhaufen vor der Haustür stehen. Es ist Baustellenerde. Und Hashtag Baustellenerde. Wenn man ins Haus reinguckt, ist da nur ein tiefes Loch mit Wänden drin. Lass mich nur irgendwann zu Ende bauen, wo du mein Haus kritisierst. Loch ist Loch. Genau. Ich wollte ja nur zwischendurch mal vorbeigucken. Ja. Ich verstehe schon. So. Weil ich verpiss mich jetzt in den Berg. Also da schickt das Holz hier. Ja, das wird halt oben wieder ein bisschen größer, ne? Das ist wieder ein Gasthof. Ja, natürlich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Jeder Statiker wäre stolz auf mich. Hashtag Eisenopfer.
plopp, plopp. Ich mache einen Weg. Ist doch bestimmt irgendwas, was ich mitklauen kann, oder? Wer hat mich gerade umgebracht? Eins. Ich hab dich nicht umgebracht. Ach, hier ist noch eins. Oh, hier, cool. Hier ist eine, ja, da ist ja mal gestorben. Lass bitte mal meine Knochen liegen. Ja klar, lass ich deine Knochen liegen. Ich bin gerade einfach mal eiskalt verrückt. Oh. Ich klau mal ein bisschen Zeug, ne? Danke. Tu, was du nicht. Tja, das, ich glaube, ich weiß, wie die Folge heißt. Jetzt kommt's. Mein erster Tod. Oh. Oh ja, super. Oder eine Kerze anzünden. Was machst du denn hier unten? Ich klau einfach ein bisschen Zeug. Das ist meine Höhle. Weg. Ich hab's ja erst abgezogen, gefunden. Tut mir leid. Oh, Mann, oh. Piedlo und der geheime Porno-Keller. Na, so geheim ist er doch nicht. Ihr wart schließlich fast alle schon drin. Ich nicht. Boah, jetzt wird's pervers. Ihr wart ja alle schon drin. Okay, ja, okay. Hoffentlich ziehe ich jetzt den richtigen raus. Ja, das werde ich gleich machen. Da ist er. Oh, verdammt hallo. Laut. Hallo, junge Dame. So. Oh, hallo, junge Dame. Okay, nee. Ja, ich bin mal daran gerutscht. Dann kannst du auch. Als Serverinhaber muss ich ja jetzt doch ein bisschen freundlich sein. Wenn du jetzt zu mir Ja sagst. Mach ich dir einen Grundstück oder kommst du? Oh, nee, also, da hab ich auch noch was mitzusagen, ne? So geht das eben nicht. Oliver, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin ja wahrscheinlich sowieso zu alt. Ja, gehe ich von aus. Wenn du jetzt Ja sagst, dann ist klar. Ah, ist halt doof. Du kennst das Jugendschutzgesetz? Hey, komm, also so alt bin ich jetzt auch nicht. Hallo Oliver. Ja, du kannst drauf, wann du willst. Ja, jederzeit. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ja, du kannst drauf, wenn du Zeit hast. Ganz einfach. Wann immer du willst. Das wird dann alle 2 Wochen immer sowas sein. Ja, ja, ist doch kein Problem. Ja, kein Ding. Ich hab auch nicht immer Zeit. Meine Arbeitszeit. Nein, oder wenn nicht, dann können wir auch gemeinsam aufnehmen oder ich helfe dir dabei, wie auch immer. Aufnehmen ist. Du musst aufnehmen. Nein, du musst nicht aufnehmen. Nein. Du kannst im Endeffekt bauen, was du willst. Ja. Okay. Unterirdische Gänge. Kannst du Piet helfen? Der hat schon ein bisschen halb ausgebildet. Der hat schon halb. Genau, ich hab schon halb. Alles klar. Also heißt es jetzt Ja. Jetzt kannst du nicht mehr rausreden. Du kannst nicht mehr rausreden, weil ich fange jetzt an, dir ein Grundstück zu machen. So, jetzt. Ja, okay. Yay! Du hast jetzt verkackt. Ich geb dir eben die Server- und Mammeldaten, ja? Jetzt haben wir noch mehr Echo. Ja. Ich bin ein Idiot. Ich geh schon irgendwie raus. Entschuldigung. Gleich ist Ruhe. So 10 Minuten noch. Ja, ist ja. Ja, jetzt geht doch das Überschau. Jetzt haben wir hier natürlich Kopplung. Was? Wer? Geht auf welche Kuppel? Aber warum höre ich denn niemanden? Hm? Hallo? Niemanden. Test. Hallo? Test. Du hörst niemanden? Hallo. 7, 8, 9, 10. 42. 11. 5. 5. 5. Wie darf man die Dame denn ansprechen? Das so nicht. Ja, genau. Nein, so nicht. Kaputt. Der ist nicht kaputt, der darf nicht kaputt sein, nein. Der darf nicht kaputt sein. Das ist toll. Das war jetzt böse. Ich hab Lautsprecher wieder an die Tür. Man hört's. Man hört's. Und wie? Gleich hebt er ab. Und wie? Boah, das ist ein Dampf.
Ja. Einsame und nicht einsame zum Einsamen. Ja, ich glaube, ich gehe mal besser. So, also alle, die es jetzt auf meinem Kanal gucken, ich habe es wohl im Zeitraffer hochgeladen und Teile davon nicht im Zeitraffer hochgeladen. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. Auf jeden Fall sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.